Daniel, nun sind wir bereits 2 Stunden in Sudangs China-Restaurant. Ich bin so vollgefressen, dass ich kurz davor bin, hier alles voll zu leiern. Ja, Meister, ich sehe es an eurem grünen Gesicht. Wir hatten ein verzügliches Mahl und Reiswein gab es auch im Überfluss. Aber eine Frage hätte ich dann noch, wer kommt denn jetzt für alles auf? Luik, Daniel, Luik. Als mein Schüler möchte ich dich mit der Kultur meines Landes vertraut machen. Und zu unserer Kultur gehört gesundes und reichhaltiges Essen. Eure Worte sprechen mir aus der Seele, Meister. Das Essen war klasse. Um dir die kulinarischen Speisen meines Landes probieren zu lassen, führte ich dich in dieses Restaurant. Nun ist es Zeit für die nächste Lektion. Ich werde dich in der chinesischen Küche näher bringen. Aber Meister, ich sagte euch bereits, dass ich vollgefressen bin und nichts mehr reingeht. Daniel, wir sind nicht nur zum Vergnügen hier. Folge mir. Meister, ich habe kein einziges Wort verstanden. Was wollen wir denn jetzt hier in der Küche? Daniel, heute willst du die Ehre haben, eine der berühmtesten Kampftechniken des Hachi zu erlernen. Schon der große Spüler Pin benutzte diese Technik, um seine Gegner hinter das Licht zu fühlen. Aha, ich glaube, ich verstehe langsam. Hier geht es um ein gezieltes Täuschungsmanöver und ich soll lernen, meine Feinde damit zu täuschen. Ah, Daniel, du hast es begriffen. Hachi in Perfektion heißt den Gegner im Glauben lassen, dass er überlegen ist. Und im letzten Moment legst du ihn aus. Und da ich kein Portemonnaie dabei habe, muss ich ja irgendwie, auf jeden Fall irgendeine muss für unser Essen aufkommen. Und da habe ich dem Küchenchef gesagt, dass du gerne bereit bist, in der Küche zu helfen, um unser Essen abzuarbeiten. Konfuzius sagt aber auch, was du nicht willst, tu. Das schieb einem anderen zu. Außerdem sagte Konfuzius, wenn du ein Pferd im Halteverbot abstellst, musst du auch die Verantwortung tragen. Meister, ich bin mal eben raus und muss noch 50 Cent in die Parkour werfen. Bis später, Meister. Daniel, du bringst mich zur Weißglut. Ich kollabiere schon wieder. Du Alsch, dir werde ich helfen. Sich erst durchfressen und dann verduften und mich hier zurücklassen. Ich leg dich, du kleiner Drecksack. Fall nur. Ich jage dich, wenn es sein muss, bis nach Lussland. So, wenn ich dich kriege, schieb ich dir eine Schalfe Pepperoni-Schote in deinen Alsch. Hachi heißt nicht den Wagen seines Meisters klauen. So,